Wenn Sie das Getriebe am Unimog einlernen, sichern Sie das Fahrzeug zuerst gegen Wegrollen. Weiter geht's im Cockpit. Betätigen Sie die Feststellbremse. Der Zündschlüssel muss in Stellung 0 stehen. Anschließend klappen Sie das Kupplungspedal aus. Achten Sie darauf, dass der Getriebewählhebel auf N steht. Halten Sie während des Einlernvorgangs die Taste Automatik manuell gedrückt. Ziehen Sie den Multifunktionshebel in Richtung Lenkrad. Dann schalten Sie die Zündung ein. In der Ganganzeige erscheint dann das Symbol mit den Zahnrädern für den Einlernvorgang. Beim ersten akustischen Signal drücken Sie das Kupplungspedal. Nach jedem weiteren Signal lösen oder betätigen Sie die Kupplung. Sobald in der Ganganzeige ein N erscheint, lassen Sie die Taste am Multifunktionshebel los. Das Getriebe ist jetzt eingelernt.